Hallo und willkommen zu einem weiteren Teil der brutalen Hürde des Moos Kampagne. Wir müssen hier nochmal kurz in der Evolutionsgruppe schauen. Ach, für die Mutalisten die Mutationen. Erhöhter Schaden gegen gepanzerte Ziele. Regenerieren außerhalb HP und erhalten drei zusätzliche Übersprünge. Die Übersprünge verursachen erhöhten Schaden und haben eine größere Reichweite. Das ist nicht schlecht. Eigentlich finde ich das hier gerade sehr gut mit den gepanzerten Zielen und ich entscheide mich jetzt auch dafür. Denn dann werde ich mal versuchen, eine Mutalisten, also eine Armee aufzubauen, die auf Mutalisten basiert. Hier noch kurze Verstärkung mitnehmen und schauen wir die Mission. Die Feuerprobe. Dann wollen wir uns die mal angucken. Da startet auch schon wieder die Mission. Dann stelle ich hier mal so ein bisschen mit an die Seite, damit sie notfalls angreifende Truppen noch schnell abhalten kann, dass sie angreifen und nicht die Einheit hier. So. Das ist hier alles eine Timing-Sache. Ah, das hat gut geklappt. Da kann man doch eine ganze Menge Schaden jetzt noch austeilen, noch bevor sie wirklich ankommen. So, jetzt kann sich Caribbean wieder zurückziehen. Und die Schwarme da haben es unbeschadet überstanden, so wie es sein sollte. Wir haben nicht viel Zeit. Weil da geht's, meine süßen Schwarmwörter. Wir sind auch schon an diesem Teich, wo sie sich weiterentwickeln muss. Der Moment ist bald gekommen. Ist dein Hass immer noch stark genug, um das notwendige Opfer zu bringen? Ja, natürlich, mein Hass ist immer stark genug. Kerrigan besteht quasi aus Hass. Sanders kennt sie gar nicht. Oh. Ich schicke jetzt gleich mal einen Arbeiter runter, um die zweite Basis sofort für mich einzunehmen. Wir brauchen mehr Schwarmwirte. Erschafft mehr aus den Larven an der Brutstätte. Der erste Angriff kam meiner Meinung nach von der Seite. Das sind doch die ersten Schwarmwirte. Waren wir da eingegraben. Parallel dazu gibt es auch Stachelkrabbler. Die Verteidigung noch verstärken. Hier habe ich jetzt die 300 zusammen, also auf geht's hier mit der Basis. Die Queen stellt sich mal mit dahinter zur Heilung. Ich finde es ja eigentlich am meisten schade, dass man Kerrigan nicht hat, weil sie ist halt einfach das, was alles so extrem stark macht. Entscheide ich mich hier für den Nahkampfangriff, dass so viel wie möglich Schaden durch die Kleinen ausgeteilt wird, bevor sie sterben. Da haben wir den ersten Angriff. Kurz vorher alles ausbilden. Das könnte ja trotzdem lustig werden. Hier ist aber allerdings noch keine Luftabwehr vorhanden, also können ja die Mutalisten noch gut mitwirken. Lasst mir meine Schwarmwürde leben. Ich habe nicht so viel von denen, ich brauche die echt. Das ist kein Spaß, ich brauche sie. Bitte nicht angreifen. Nummer 1 und Nummer 2 der Basen. Ich habe hier natürlich keinen Kriegertumor. Man kriegt jetzt schon mal da. Dann als nächstes den Kriegerturm mal hier setzen. Jetzt werden erstmal gleich die beiden Gas noch mit eingenommen. 50 von 76 Supply schon wieder. Sieht auch nicht so extrem prickelnd aus. Da noch ein griechischer Tumor. Da geht's hier hoch. So, hier wird jetzt weiter hinten die griechische Tumor gebaut. Oh. Waypoint fail.
Das sind vier. Was ist mit dem fünften? Okay, der fünfte hat irgendwelche komische Anwandlung. Das tun sie gerne. Auf den Schutz des Kokons konzentrieren. So, jetzt drei Arbeiter da. Drei Arbeiter da. Der Rest jetzt hier wieder so. Ich weiß blöderweise gerade nicht so ganz, wie lange die überstehen hier. Kommt leider nicht mal ganz an. Schade. Das wäre jetzt wirklich interessant gewesen, mal kurz über die Distanz anzugreifen. So, das Ganze jetzt hier so. Da noch einer rein. Ich habe schon zu lange geschlafen. Das könnte mich jetzt teuer zu stehen kommen. Das könnte nicht nur, das wird mich teuer zu stehen kommen. Wir sind ja hier schon mal die Hydrolisten gefallen, meine Schwarmwörter fallen gerade genauso. Ich konzentriere mich erstmal schnell wieder auf Zerklinge. Der Kokon wird angegriffen. Oh, selbst das hilft nichts mehr. Jetzt würde ich ganz gerne schon diese erste Zusatzarmee, die es hier eigentlich gibt, also hier diese kleinen Viecher, die dann alles angreifen. Das wird allerdings auch nichts mehr und damit ist dieses Ganze jetzt eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, denn Kerrigan ist jetzt gestorben und damit ist die Mission gescheitert. Gut, nehmen wir das Ganze als Lehrer und starten gleich vom letzten Speicherpunkt. Das war der letzte Speicherpunkt hier. Ach, das war noch ganz am Anfang. Gut, ich fahre wieder hier unten in Position schon. Setzen diesmal gleich einen Kriecher dort. Wir brauchen mehr Schwarmwirte. Er schafft mehr aus den hier war die Drohne noch nicht auf dem Weg. Okay. Gut zu wissen. Dann nutze ich jetzt erstmal schnell die Minereien, um mal schnell zwei Arbeiter auszubilden. Jetzt, ja, da. Und damit wir den Waypoint-Fail von vorne nicht nochmal wiederholen. Setzen wir beide jetzt hier drauf und beide kriegen ein ordentliches Waypoint. Sie bereiten sich auf einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. Macht unsere Verteidigung Mutalisten schnell mit hinterher. Stachelkrabbler schnell mit eingraben. Die Queen. Noch schnell den Kriecherturm oder danach auch wieder mit hier rüber. Ich bringe auch gleich mal den Kriegsturm noch weiter vor. Da sind die ersten Zerklinge schon auf dem Weg. Also wie man jetzt gerade eben gesehen hatte, war die Dichte noch nicht ausreichend meiner Schwarmwörter. So erst recht nicht. Zwei Stück gerade gefallen. Die anderen drei kann ich hier halten. Okay, vor uns waren zwei, waren fünf zu wenig. Das heißt, jetzt habe ich definitiv ein Problem. Ich habe jetzt einen kurzen Zeitpunkt, wo mich nichts angreift. Allerdings hält er nicht allzu lange an. Die Zeit jetzt gleich mit hier nutzen, um noch eine Brutstätte an den Start zu bringen. Denn ich brauche definitiv mehr Larvenproduktion. Denn ich muss meine Ökonomie vorwärts bringen und gleichzeitig noch irgendwie für die Verteidigung sorgen. Von uns hat das ja mit der Verteidigung dann nicht mehr so wirklich geklappt. Da auch wieder was rüberbringen. Ich würde ganz gerne schon... Nein, das kann ich jetzt nicht machen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich schon mal die ersten Arbeiter... die ersten Schwarmwürde nutze, um diese hier unten hinzustellen, wo dann diese Sondereinheit kommt, die wir besiegen müssen. Einfach um zu schauen, ob es dort irgendwo ein Gras gab, wo sie sich verstecken können und immer wieder Einheiten produzieren können, die dann angreifen. Also immer wieder Schablinge, wie heißt das bei denen? Ihr habt Brad getötet, doch sein Rudel lebt weiter. Ihr Territorium gehört mir. Hätte ich das Upgrade hier schon mal in Stadt gebracht? Nein, das war natürlich auch noch vor dem Speichern. Das sieht jetzt gerade wirklich nicht gut aus. Ich kann wieder keine Einheiten wirklich ausbilden.
Und das, obwohl ich eigentlich schon eine ganze Menge Arbeiter jetzt hier habe, die arbeiten. Sich gegenseitig an. Wir müssen uns weiterhin auf den Schutz des Kokons konzentrieren. Ja, ich brauche vor allen Dingen Mineralien. Oh, das Ganze könnte jetzt wirklich wieder extrem mies aussehen. Eure Anführerin schläft. Sie wird nicht erwachen. Eure Essenz wird ein Festmahl für mein Rudel. Ich werde jetzt die zwei schon noch schnell ausgraben müssen. Ich hoffe, die kommen rechtzeitig noch hier drüben mit an. Jagdras Rudel macht sich bereit, unseren Schwarmcluster anzugreifen. Wir müssen uns auf die Verteidigung einstellen. So, die erste Welle wird jetzt hier erstmal von den Schabling ein bisschen geschwächt. Jetzt gerade sehr, sehr wichtig. Und jetzt gehen die Zerklinge mit rein. Ultralisk ist tot. Ah, das Ganze sieht schon um einiges besser aus als für uns gerade eben. Ja, das sieht doch so aus, wie sollten sie es schaffen. Und die Ultralisten noch retten, da ist gerade eben schon einer gefallen. Einer ist in dem Fall schon eigentlich 1 und 4. Drei gehen da rein. Drei gehen da rein. Ansonsten von den beiden. 5 dahin. 3 gehen da rein. 3 gehen da rein. Ansonsten von allen wieder. Alle dahin. Du hast hier, glaube ich, heilen. So, Kriegertumor da nochmal bringen. Da nochmal ein Kriegertumor. Da nochmal ein Kriegertumor. Wichtige Entdeckung gemacht. Ur-Essenzen sammeln sich im Pool. Kann verwenden. Viele Schrecken erschaffen. Ah. Schwarmcluster gegen Urzark verteidigen. Gut. Das ist jetzt quasi diese Entdeckung. Erschafft die Schrecken. Ich glaube, ich muss jetzt nicht sagen, dass ich die mit Absicht jetzt noch nicht nutze. Naja, wobei doch. Das wird mir jetzt hier schon wieder zu gefährlich. Lieber noch einmal schnell die Warmwürde hier was produzieren lassen und dann noch zurückziehen. Ja, verdammt, einer ist tot. Denn ich möchte hier wirklich so viel wie möglich von den Warmwürden behalten. Lieber nutze ich diese Schrecken permanent. Ah, verdammt. Oh, das war eine Fehlproduktion. Eine ganze Menge Zerklinge produziert, das wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Ja gut, Schaden machen sie auch, also bringen sie auch was. Hier ist volle Arbeiterauslastung, hier ist noch nicht ganz voll. Das müssen wir schnell was ändern, das sind 20 von 24. Oh nein, einer war schon in Arbeit, okay, also 23. Noch ein einziger dahin und danach haben wir es. Und der Rest kann jetzt alles permanent zu Schwarmwirten gemacht werden oder zu Mutalisken. Oh. Wo wird er? Okay. Ganz schlecht, dass da Mutalisken angreifen. Ah, ich glaube, der Sprung gerade bin ich glaube ich schon ein bisschen zu spät. Nein, das könnte gerade noch sowas werden. Letzte Sekunde gerettet. Warum bildet der da hinten eigentlich keiner aus? Ist der jetzt einfach zu weit eingegraben gewesen? Also zu isoliert gewesen? So, 200 bleibt freigeschalten. Eine ganze Menge Schwarm wird jetzt in Arbeit. Ich spüre einen riesigen Urzerk in der Nähe. Da ist dieses Ziel jetzt auch freigeschalten. Ich nehme jetzt hier mal einen dieser Arbeiter weg, aber jetzt zwei dieser Arbeiter werde ich wegnehmen. Das wird nicht leicht.
Dazu müssten wir mitten durch den Kampf zwischen Yagdras und Brax Rudel. Und eigentlich könnte ich jetzt auch mal, ja, das werde ich jetzt auch mal tun. Verdammt, ich habe es ja natürlich noch nicht. Eine Schabenhöhle bauen. Grund ist, dass ich mir gerade überlegt habe, dass ja eigentlich die Schaben das hier wunderbar ergänzen. Ja, das Ganze sieht jetzt hier ein bisschen mies aus. Muss ich gleich mal wieder die Schaben schrecken. Oh, na gut, das schalten die Schrecken dort oben schon ab. So. Ich hoffe, danach gehen die Schrecken jetzt gleich runter. Oh, verdammt. Die Zeit ist abgelaufen für die Schrecken. Nein, sie machen schon noch Schaden. Okay. Erste Welle jetzt hier gleich. Oh, verdammt. Mutalisken sind jetzt gerade ganz, ganz mies. Gegen die habe ich nicht wirklich gerade was in der Hand. Da sind natürlich auch noch mehr Mutalisken. Ach, Mutalisken, das ist unfair. Ich bin ja schon dabei, etwas für euch zu entwickeln. Aber momentan habe ich noch nichts. Das ist gerade echt ein scheiß Timing von euch. Das finde ich echt nicht nett. Die Metamorphose unserer Königin ist zur Hälfte abgeschlossen. Haltet die Verteidigungslinie. Das wird mich jetzt eine ganze Menge der Schwarmwürde kosten, denke ich. Warte, ich muss mal sehen. Kerrigan überlebt es zumindest. Die Mutalisken scheinen ihr nicht allzu viel Schaden zu machen. Meine Mutalisken sind jetzt gleich fertig. Da sind die ersten und da ist meine komplette Mutalisken-Armee fertig. Und bereit für den Angriff. Sieh ich eigentlich, die sind jetzt schon geupgradet. Das ist so krank. So. Mutalisken haben es zum Glück überlebt. Schwarmwörter gerade so auch. Die beiden hier produzieren mal Queens. Das wäre mal langsam ganz vorteilhaft. Und jetzt Schaben noch mit. Ich würde jetzt zum Beispiel mich auch mal interessieren, ob Kerrigan heilt sich das jetzt eigentlich. Das heilt sich schon mal langsam. Vielleicht können dann die Queens das Ganze auch wieder heilen. Denn so wie das jetzt aussieht vom Schaden her, ist das definitiv nicht gut. Tatsächlich die Hydralisken gerade ein bisschen das Problem. Da ist ein rein Hydralis. Gut, jetzt können sie von ihnen mithelfen, die Mutalisken. Da haben wir die Schaben, da könnt ihr das Ganze jetzt mal austesten. So, könnt ihr hier heilen? Könnt ihr. Dann nutzen sie das Ganze auch. Da kommt wieder ein Angriff. Und ich merke es immer wieder, meine Mutalisten sind momentan echt noch krass zu schwach. Wir haben halt auch die kritische Dichte noch nicht erreicht. Oh, da ist der nächste Angriff. Den Angriff habe ich jetzt eigentlich wirklich soweit fast komplett vertraut. Gut, meine Schaben können ja schon mitwirken. Das heißt, jetzt kommen auch die kleinen davon noch mit. Meine Mutas geht jetzt mit in den Kampf. Wieder mal abgeblockt hier.